Schwäche überkommt euch. Mal schauen. Also wir kommen mit den... mit diesen Achievements eigentlich ganz gut voran, finde ich. Also es läuft auf jeden Fall. Das ist unmöglich. Das sieht echt gut aus. Euer Grab ruft nach euch. Ich glaube, da... Nee, hier geht's nicht weiter. Nein. Aranäa oder wie auch... Ach, keine Ahnung. Aranäa. Keine Ahnung, wie man die korrekt ausspricht. So. Ich würde sagen, wir trennen uns mal ganz kurz, Jeremy, und dann schauen wir mal... Das kann ich nicht tun. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Wer sie zuerst findet, der kann dann den Quest einfach starten, das ist ja kein Problem. Und dann teleportieren wir uns da einfach hin, wenn gut ist. Das ist noch nicht so weit. Zack, bumm, wada, bumm, bumm, bumm. Wieso fühle ich mich immer wie Hades, wenn ich hier bin und einfach alle Gegner so mega platt mache? Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Okay, dann haben wir eine Truhe. Das ist unmöglich. Das Problem ist, sie spawnen so langsam, die Gegner. Wenn die Gegner schneller spawnen würden, wäre das alles gar kein Problem. Das wird nicht. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. So, na komm. Vor allem, es liegt ja nicht an mir jetzt, dass ich die Gegner nicht platt kriege. Das wird nichts. Es liegt einfach daran, dass die so langsam spawnen. So, töte Gegner, um Bonusdingens zu bekommen. Das kann ich nicht tun. Fürchtet nicht das Ende. Na komm. So. 166 Gegner haben wir getötet. Geil. Ja. Okay. So, ich vermute mal, es geht jetzt da hoch, ne? Weil Aranäa war immer rechts irgendwo. Da ging es immer rechts hoch dann. Genau, hier geht's weiter. Kammer der Königin. Sehr gut. Es braucht noch etwas Zeit. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Nein. So, wo ist er? Oh, ich hasse sowas, wenn sowas künstlich in die Länge gezogen wird. Nein. Weil die wegrennt nämlich und dann ist das echt ätzend. So, Amulett, Atem des Todes. Ich muss zurückkehren. Zack und zack und zack. So. Dann gehen wir hier mal kurz her nochmal. Akt 2. Ich probiere jetzt nochmal. Abgeschlossen, Kopfgeld. So, ich probiere das nochmal mit dem Dingens jetzt. Ich probiere es nochmal alleine, Jeremy. Also, sofern ich das Portal nochmal machen kann. Ich muss nur vorher Land der Toten auswählen, damit ich die Abklingzeit-Reduction kriege. Armee der Toten brauche ich eigentlich dafür nicht. So, das Portal ist noch da. Schauen wir mal. So. Achso, das kann ich noch nicht abändern. Sekunde. So, was haben wir hier? Land der Toten, gefrorenes Land. Machen wir Armee der Toten. Toxischer Griff. In die Richtung Mitte. Machen wir das. So. Okay. So, machen wir es mal alleine. Ja. So. Nein. Schwäche überkommt euch. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. So, okay. Das ist unmöglich. Vorgegebene Zeit, 4 Minuten. Euer Grab ruft nach euch. Das ist unmöglich. Okay, wie sollen wir das denn schaffen mit der Abklingzeit-Reduction, bitte? Wie soll das gehen?
Das ist unmöglich. So, erweckt 100 Skelettmagier, das haben wir. Fürchtet nicht das Ende. Kann ich das auch ohne die Diener machen? Weil ich das Blöde ist mit den Skelettmagier, mit den... So. Das ist unmöglich. So. Das kann ich nicht tun. Fürchtet nicht das Ende. So. Okay, das mit Abklingzeit Reduction ist echt dämlich. Und es funktioniert gar nicht. Guck mal. Das ist unmöglich. Ich habe noch 3,5 Minuten und ich muss eine Abklingzeit Reduction hinbekommen. Die jenseits von Gut und Böse gerade ist. Das kann ich nicht tun. Hä, wie soll das gehen? Schwäche überkommt euch. Ratmas Heize. Okay. Das ist unmöglich. Also die Hälfte haben wir schon mal so knapp. Das wird nichts. Hä, wieso ist das jetzt so nach oben gepurzelt? Das check ich nicht. Nein. Verfault und verrottet. So, wir haben noch 3 Gegner, die wir töten müssen. Toll. So, 2 Gegner, die wir töten müssen. Nein. Neues Ziel. Ja. Wir haben 2 Minuten 13 und das ist der letzte Gegner. Meister ist aber, indem ihr alle Ziele innerhalb der folgenden Zeit erreicht. Hä, wie soll das funktionieren? Abschlussstufen. Hä? Wie soll das funktionieren? Ich bin gerade sehr verwirrt. Portal von des Schattens Mantelung. Doch Vorsicht! Was? X, danke. Ja, doch voll, ihr könnt dabei auch einen Fehlschlag verursachen. Soll ich dir helfen, Jeremy? Okay, abbrechen. Also, das Doofe ist jetzt wirklich, ich bin zu schnell, glaube ich. Also, meine Skelette töten die Gegner zu schnell. Darum funktioniert das hier nicht. Wie macht man das jetzt dann am dümmsten? Solange eure Skelette den Befehl haben, ein Ziel anzugreifen, verursachen all eure Diener 400% mehr Schaden. So, ich meine, was total Absurdes. Ach so, weil das hier noch aktiv ist, drum geht das nicht. Okay. Muss ich warten, bis Jeremy durch ist. Dann nehme ich mal das Schild weg. Dann muss ich jetzt echt das Schild wegnehmen, dass ich weniger Damage mache, damit das funktioniert. Hey, damit meine Skelette den Damage wegmachen. Das ist ja doof. Also das finde ich ist irgendwie ein bisschen dämlich gelöst, dass du dann bewusst schwächer sein musst, damit du das locker schaffst. Das ist irgendwie komisch. Nicht so schüchtern. So, was wollte ich hier? Bis bald. Kommt bald wieder. Das ist zu teuer. Mhm. Naja. Dann reißen wir es mal alles weg hier. Was war das eigentlich? Achso, Bilder des Inarius. Weg. Zack, 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 zack. So. Also, wir müssen jetzt dann nochmal das Portal machen. Dieses Mal machen wir es dann ohne die Hand, ohne den Schild.
Dann müssen wir zwar jedes Mal manuell die Skelette hinschicken wieder, aber dann machen sie diese 400% Bonus-Damage nicht mehr. Was letztlich bedeuten sollte, dass wir die locker tot, also dass wir mehr draufhauen, weil hier diese Reduction nämlich. Jedes Mal, wenn eure Diener Schaden verursachen, besteht eine Chance, dass die Abklingzeit um eine Sekunde reduziert wird. Und ich muss ja, glaube ich, das ganze Set muss ich ja, glaube ich, auch tragen, damit das den Anschluss hält. Ich darf dann keine Skelettmarke mehr machen und muss dann alles bloß noch mit hier mit Dingens machen, mit Skeletten. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das Ganze da hinten mache. Haben wir irgendwas? Nee. So. Trag-Uls rostige Hauer. Das brauche ich, glaube ich, für das Trag-Uls-Set. Griffe der Essenz. So, das waren 2 Sekunden. Hier haben wir 3 Sekunden. Ist leider sehr schade, dass wir da kein besseres Item haben. Aber gut. So. Habe ich hier nicht irgendwas Besseres? Massaker-Bonus, regnet Gold vom Himmel. Ja, ja, ist klar. Brauchen wir aber nicht. Wickeltuch des Seelenernders. Heilkugeln stellen 30% eurer Primärressource wieder her. Wir haben hier 30%. Ach, das könnten wir hier noch gamblen im Übrigen, fällt mir gerade ein. Wir können 2 Sachen gamblen in der Zwischenzeit, während Jeremy das Portal macht. Hier können wir mal schauen. So, dass wir 20% physische Fertigkeiten bekommen. Das wäre mal ganz gut. 15%, nein, ich hätte gern mehr. Zack. Ich hätte gern 20%. Hier, physische Fertigkeiten 19%. Geil. Kältefertigkeiten 20%. Ist mir egal. Giftfertigkeiten, nein. So, 19%. Macht das eigentlich überhaupt Sinn? Na, wahrscheinlich schon. Ich habe keine Ahnung. Hier, 19% mehr Damage. Wie toll. Ach, komm jetzt. Kältefertigkeiten, na toll. Ich will keine Kältefertigkeiten. Gib mir jetzt so die 20%. Toll. Das mit 20% kann ich vergessen. Kältefertigkeiten, 20%. Ich sehe bloß die 20%, denke mir so, yay. Dann sehe ich dann den Ding und denke mir so, na toll. Schön. Dafür brauche ich auch Essenz des Todes. Kritische Trefferchance. Ja, ich brauche hier eigentlich das Amulett drin. Nicht das Amulett, den Stein bräuchte ich da drin. So, ist Jeremy noch drin? Nee, Jeremy ist nicht mehr drin. Also, Schild nehmen wir weg. Jawohl. So, probieren wir es nochmal. Diesmal ein bisschen lower. So. Aus dir das wird noch gut. Eine großartige Leiche. So, Skelettmagie müssen wir auch noch beschwören. Das wird nichts. Das ist ätzend. Das geht im Leben nicht gut. Schwäche überkommt euch. Das kann ich nicht tun. Na komm. Ich muss das echt für doofe jetzt hier machen. Das ist unfassbar. So, zack. Das ist echt für doofe jetzt. Aber ich muss jetzt echt hier warten, bis meine Skelette das alles plattgehauen haben. Das ist so echt... Das ist so Kämpfen mit Stützrädern gerade. Das ist echt Kämpfen mit Stützrädern. Das ist unmöglich. Ah, ich glaube, wenn ich die so befehlige, dann geht's ein bisschen fixer.
So viel Zeit habe ich. Okay, wir haben fast die Hälfte geschafft. Das dauert ein bisschen jetzt. Das ist unmöglich. Wie gesagt, wir machen das Ganze mal mit ein bisschen anderen Ansatz. Ich muss mich noch gedulden. Wow. Ich hätte das, glaube ich, mehr mit Gegnermassen machen müssen. Ich muss das mit Gegnermassen machen. Dann geht das, glaube ich, auch ein bisschen besser. Weil, nein, ich glaube, die Diener zählen... Nicht das Ende. Die Diener zählen nämlich auch dazu. Wenn ich so Dienerhorden habe und die das machen, dann muss das, zählt das, glaube ich, nämlich auch. Wenn ich jetzt Radmas heiße. Das ist unmöglich. Okay, so. Ein paar Gegnerhorden kommen ja noch. Ich will bloß aufpassen, dass ich hier keinen tödlichen Schaden erleide. Das kann ich nicht tun. Das wäre cool. So. Wir müssen noch Magier übrigens beschwören. Wir haben erst 10 gemacht, aber das kriegen wir gleich hin mit den Magiern. Das kann ich nicht tun. Die Welt ist eurer überdrüssig. So, das mit den Magiern ist nämlich Pillepalle. Na toll. Das ist noch nicht so weit. Ach nee, ist mit dem Magier. Ach verdammt, ist mit dem Magier, ist nicht Pillepalle, verdammt. Das ist doch nicht das Ende. Ach, weil ich ja Land der Toten drin habe und nicht das andere. Das muss ich anders machen. Ich glaube, ich muss das Portal nochmal machen mit einer anderen Strategie. Ich brauche nämlich, ich brauche Land der Toten. So. Dämlich, wenn du so komplett das hier ist noch nicht so weit. Am absoluten Limit kämpfen musst. Also wirklich, was heißt am absoluten Limit? Ich kämpfe nicht mehr am Limit, ich kämpfe hier wirklich mit Stützrädern. So komplett eingeschränkt, du musst das schlecht kämpfen, nichts. Damit das funktioniert. 1 Minute 40 noch. So, muss glaube ich jetzt essen. Alles klar, Jeremy, dann bis nach dem Essen. Das wird nichts. Euer Grab ruft nach euch. So, 64 Magier haben wir, das schaffen wir nicht. Das kann ich nicht tun. 82 Gegner haben wir noch. So, 430. Das wird nichts. Boah, ist das ätzend. Die Welt ist eurer überdrüssig. So, Magier habe ich das gleich. Das wird nichts. Ich habe bloß noch 3 Gegner. Ach, das ist doch zum Kotzen hoch 10. Das ist doch nicht wahr. Na komm. Das ist echt zum Kotzen gerade. Du hast noch 2 Gegner, die ich töten muss. Ich muss 4 Magier zoomen. Summonen. Ist alles gar kein Problem. Die Magier kriege ich locker hin. Das ist unmöglich. Eigentlich. So, da haben wir Reservoir, ne? Jetzt machen wir folgendes, Land der Toten. Zack. So, jetzt machen wir folgendes. Achso, Jeremy müsste... Ja, jetzt muss ich auf Jeremy warten. Weil Jeremy im Spiel jetzt drin ist hier. Jeremy, kannst du rausgehen, bitte? Das wäre schön. Ja, so. Also. Achso. Machen wir mal mit Simulacrum. Ein Fest ist immer wunderbar, euch zu sehen. So. Zack. So, habe ich meine Magier schon mal. Zumindest einen Großteil. Das ist unmöglich. Höchst beeindruckend. So. Euer Grab ruft nach euch. Ich verstehe nicht so ganz, wie man das machen soll. Ich check's noch nicht so ganz. Das ist irgendwie echt doof. Das kann ich nicht tun. Mit der Abklingzeit-Reduction, das check ich nicht. Ich check nicht, wie ich das machen soll. Euer Tod naht. Das wird nichts. Guck mal, ich habe jetzt 58 Damage. Also 68, 62 davon.
Und ich habe halt schon sau viele Gegner kaputt gemacht. Wie soll denn das funktionieren? Das ist unmöglich. Brauche ich dann einen Golem dafür vielleicht? Euer Tod naht. Nein. Brauche ich dafür vielleicht echt einen... Ich habe das Gefühl, ich brauche dafür einen Golem. Damit der permanent Damage macht. Das wird nichts. Das ist echt ein bisschen... Das ist echt ein bisschen, tricky. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Das wird nichts. So, Essenz, zack, gib ihm. Nein. So, Mimi, müsstest mal meinen anschauen. Die Welt ist eurer überdrüssig. Ja, es ist halt irgendwie, es ist halt bescheuert. Also gut, deinen kenne ich nicht. Keine Ahnung, was du machen musst. So. Zoom jetzt hier mal die Magie, dann habe ich das zumindest mal fertig. So, zack. Zack, zack, zack. Hauptziel 2 abgeschlossen. Jawohl. So, eins haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage. Nein, Magier, geht weg. Jetzt stört mich der Ring hier gerade. Das ist doch... Hä? Guck mal, ich habe 187 Sekunden Abklingzeit Reduction gemacht. Was? Muss ich das echt mit Golems jetzt noch machen? Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, was Blizzard sich dabei gedacht hat. Euer Tod naht. Wie soll man den denn schaffen? Also ich rede jetzt gar nicht mal creep-technisch, das ist total... Das ist total Pillepalle hier. So, jetzt habe ich einen Magier hergestellt und der macht die alle one-hitted natürlich, ist klar. Das ist unmöglich. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ach ja, ich kann die Ausrüstung nicht verändern. Ist klar. Das ist unmöglich. So, jetzt haben wir nur 53 Sekunden Zeit. Fürchtet nicht das Ende. Ich check's nicht. Das ist unmöglich. Wir haben 30 Sekunden noch für 49 Gegner. Das ist überhaupt gar kein Problem normalerweise. Ich habe jetzt halt die Hälfte geschafft. An Zeit, also an diese Abklingzeit-Reduction. Hä? Das also, wird nichts. Wenn jemand weiß, wie ich das schaffen soll, kann er mir gerne ein Feedback geben. Das würde mich sehr freuen. Ich check's nämlich nicht. Die Welt ist eurer überdrüssig. Das wird nichts. Habe ich keine Ahnung. So. So, schließt beide Ziele ab. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich check nicht, wie das funktionieren soll. Nicht mal ansatzweise. Ein bisschen Damage müssen wir schon noch machen. Achso, wir sind nicht würdig, weil wir müssen das ganze Set ja tragen, ist klar. Dann tun wir den Ring mal weg, das tun wir weg. Das tun wir weg. Wir machen jetzt mal einfach weniger Schaden. Ja. So. Also mit den Magiern hier, zack. Zack, zack, zack.
So, haben wir schon mal ein paar Magier. Schon mal gut. Nein. Toll. Und noch einmal. So, also ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert. Aber die haben jetzt deutlich, machen deutlich weniger Damage. Das wird nicht. Fürchtet nicht das Ende. Ich mache nochmal Magier zwischendrin, aber das ist eigentlich auch... Guck mal, das ist halt Ugly Side Reduction. 63 Grad. Das kann ich nicht tun. Ich frage mich ernsthaft, wie das funktionieren soll. Das ist unmöglich. 80. Schwäche überkommt euch. So, meine Skelette greift an. Komm, haut den Gegner platt. Nein. Also ich lasse mir jetzt absichtlich so viel Zeit, weil guck mal. Also es geht halt echt relativ kurz nach oben. Das kann ich nicht tun. Ich brauche Hilfe. So. Neues Ziel, neues Ziel. Mhm. So. Das ist unmöglich. Okay. Umfängt euch. Wenn man die großen Gegnerhorden hat und dann Armee der Toten macht, dann geht das. Ein bisschen. Ja, schau mal. Das ist unmöglich. Wir müssen auch die Magier noch machen. Aber die Magier sind halt zu stark. Das ist das Problem. Die Magier killen die halt sofort. Die Magier killen ja halt sofort die ganzen Creeps zusammen. Das ist noch nicht so weit. Das Ende. So. Land der Toten erhöht die Uplink Side Reduction noch ein bisschen, aber... Das kann ich nicht tun. So, ich muss echt so ein bisschen drauf achten. Also wenn die Zeit jetzt, wenn ich das erste Ziel habe, dann kann ich wieder ordentlich draufhauen. Dann ist das gar kein Problem. Das wird nichts. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier diese Stufe 1 da kriege irgendwie. Oh, das ist echt mühselig. Nein. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Ja. Also, wir haben noch 120, brauchen wir noch. Alter, das schaffe ich doch im Leben nicht. Jetzt habe ich das erste Ziel wahrscheinlich gleich erreicht, aber dafür schaffe ich dann das restliche Ziel nicht mehr, mit den Gegnern in der Zeitvorgabe zu töten. Na komm. Ich mache jetzt die Magie noch mit, weil jetzt sollte das eigentlich reichen von der Zeit her. Also vom Handling her müsste jetzt reichen. Wir haben noch 136 Gegner, das muss jetzt reichen. Ich muss die Magie auch noch machen. Das kann ich nicht tun. So. Ja, das sollte locker reichen. Ruft nach euch. 57 Sekunden noch, da oben sind keine Gegner mehr und 109 Gegner. Ach komm, das schaffen wir jetzt. Das kann ich nicht tun. Das wäre es jetzt, wenn es jetzt an den Magiern scheitern würde. Dann werde ich aber sauer, echt. Dann werde ich echt sauer, wenn es jetzt an den Magiern scheitert. Ich muss mich noch gedulden. Verfault und verrottet. Das scheitert wirklich an den Magiern jetzt. Leck mich! Das wird nichts. Ein Hauptziel abgeschlossen. Leck mich, es liegt jetzt echt an den Magiern. Es braucht noch etwas Zeit. Das gibt's doch nicht. Wie soll man das schaffen? Fürchtet nicht das Ende. Nein. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Wie sollst du das schaffen? Wie soll das funktionieren? Ich check's nicht. Wie soll denn das gehen?